Hallo und herzlich willkommen hier im Forst mit dem David und als Audiogast den Freddy. Hallo. Guten Abend. Ja, Freddy, ich moderiere jetzt auch an. Was? Oh, darf Creepy Sheet. Nein. Und ich mach mal was anderes, ich mäh. Mäh. Ja. Mäh, das Gras. Kennt ihr das noch? Auch, ja, klar kennt man das noch. Freddy, du auch? Nein. Kennst du das nicht? Diese Maschine, die man zum Beispiel, diese Lampe, die man angemacht hat und dann irgendwie leucht in den Weg. Und mäh, das Gras. Oder boah, das Loch oder sowas halt, ne? Ja, klar kennt man das. Den Kram. Und halt, der Klassiker ist eigentlich mäh, das Gras. Da hatte ich mal einen riesigen Streit mit einem Kollegen, als ich so 4, 5 war. Weil da haben wir halt abwechselnd mäh, das Gras gemacht. Und auf einmal ging das nicht mehr. Und ich war natürlich auf einmal schuldig. Aber ich habe mich da gar nicht so schuldig gefühlt. 2 Tage später hat sich dann geklärt, die Batterie war alle. Aber da waren wir dann erstmal richtig sauer gegenseitig, weißt du. Ich war sauer, weil wir nicht mehr spielen wollten und er, weil wir nicht mehr spielen konnten. Und er war sauer, weil sein Ding nicht mehr funktioniert hat. Und ich wollte gar nicht einsehen, dass ich das kaputt gemacht habe, weil ich habe ja nur mäh das Gras gemacht. Das musste er abkönnen, der Mäher. Ja, ja, klar. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich was Wichtiges verpasst habe in meinem Leben hast bisher. Mäh, das Gras hast du definitiv was verpasst. Oder diese ganz geilen Schieberasenmäher für Kinder, die nichts machen, die einfach nur sinnlos. Diese mit diesem komischen Geräusch. Ohne alles. Einfach nur so ein Schiebemäher. Einfach, dass man mit den Eltern nebenher und den Rasen mäht. Weißt du, das ist ja so toll. Das macht man ja auch später mit Freude. Ja. Ja, aber als Kind hat man sich wieso über so gewisse Sachen. Da war auch so Sachen wie, okay, bei mir jetzt vielleicht auch anders, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich immer gefreut habe. Wir sind nämlich, wenn wir Schwimmunterricht hatten in der Schule, immer da mit Bus hingefahren, obwohl das nicht so weit ist. Das ist halt im selben Ort, 3 Kilometer oder so. Also wir sind da manchmal auch hingelaufen, aber meistens halt mit dem Bus gefahren. Und das Geile war da halt immer für mich, so selten Bus fahren, da war Busfahren halt auch immer schon Highlight. Ja gut, das hatte ich in der Grundschule eigentlich, aber was bei mir früher Schnee schieben oder so eine Scheiße. Weißt du, so eine Aufgaben, wo du jetzt denkst, Alter, nein, ich bleib liegen. Und früher hast du es einfach gefeiert, da wolltest du einfach den ganzen Tag machen. Ja. Kenn ich. Ja, schade. Aus Man wird nix. Mäh, das Gras ist nicht. Das Gatter zur Weide ist zu schmal. Für meinen 3 Meter Mähbalken vorne. Ach Mann, ey. Nimm doch das Heckding. Ja, nö. Ich hab mir eine andere Stelle ausgesucht, die gut ist. Ja. Schade, dass man nicht 4, 5 Stämme mit dem Greifer nehmen kann. Das ist selbst schon bei 3 rausglitscht. Ja. Irgendwie frisst mein Mikrofonarm nicht gerade auf. Ah, jetzt hat er mich losgelassen. Das ist bei meiner Spinne so schrecklich. Die frisst Kleidung, ey, das ist immer mal. Bleibst du hängen, gratsch wieder ein Loch drin. Okay, das hatte ich noch nie. Ich meinte jetzt eher so gerade, dass das Kopfhörerkabel gefangen wurde. Ja gut, nee, bei mir ist ja das Kopfhörerkabel in den Kopfhörern, seitdem ich mich selber hören möchte. Ja. Und seitdem juckt mich das ja nicht. Seitdem findest du das auch geil? Obwohl, ja doch, ja, aber seitdem ist es auch dieses derbe Problem mit diesem, du lenkst und auf einmal hast dein Kopfhörerkabel zwischen den Finger und dann ist es auch im Lenkrad. Ja, gut. Bei meinen Kopfhörern ist halt so ein bisschen das Problem, ich habe ja nicht das Spiralkabel, das will ich mir immer holen, sondern das andere und das hat irgendwie 3 Meter oder 4 Meter, das ist ewig lang. Das habe ich mittlerweile einmal, also das geht quasi von meinen Ohren aus, rüber zum Stativ. Dann durch die Tischplatte, unten drunter hängen dann so ungefähr 2 Meter aufgerollt davon und dann geht es denselben Weg wieder zurück. Einfach weil es so lang ist. Aber so eine Sache kenne ich auch.
Obwohl, nee, mit meinem geht's jetzt. Ich habe jetzt mir dieses 1,50 Meter wiederholt, was standardmäßig dabei ist. Ja. Weil das Spiralkabel dann doch ein bisschen sehr schwer ist in dem... ja, das ist Ding. Schwer, aber das ist irgendwie cool. Ja, aber wenn du es ans Mikrofon ranhängst, ist es kacke. Dann brauchst du keine 5 Meter Spiralkabel. Also, entwickelt. Ja, dann reicht eigentlich echt ein kurzes Meter, Meter 50. Ja, ist ja 1,50 Meter das Kabel hier, glaube ich. Jetzt nicht alles täuscht. So, jetzt die letzten zwei Baumstämme und dann gehe ich wieder hacken. Ja, ich mache gerade mal ein bisschen Gras und ein bisschen Abwechslung. Ist halt wirklich einfach mal was anderes. So komplett planlos arbeiten habe ich echt selten. Ist aber auch mal ganz was anderes. Ist angenehm. Ja. Und es ist ja auch nicht, also so ewig könnte ich da jetzt nicht spielen, das wäre mir dann irgendwie zu blöd. Aber mal so einfach so, um mal was anderes zu machen, ist es gar nicht schlecht. Zack, okay, sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendjemand hat mir letztens per YouTube-Privatnachricht geschrieben, er würde gerne mein Lenkrad kaufen. Und sich das quasi selber zu Weihnachten schenken. Das wollte ich mir eigentlich auch nochmal. Obwohl, ehrlich gesagt, ich habe ja auch drüber nachgedacht, wenn die für 400, 500, 600 Euro teilweise auf eBay weggehen, das will ich zu verkaufen. Aber dann muss man halt erstmal darauf warten, dass es dann irgendwann wieder verfügbar ist. Ja, man muss auf das Ding verzichten. Und das möchte man, wenn man es hat, dann doch ungerne. Ja. Obwohl du halt doch schon echt in Reibach machen kannst, wenn du das verkaufst und dir dann irgendwann wieder eins holst. Wobei mittlerweile gar nicht mehr ganz so krass, weil es kostet halt nicht 199 oder nicht 299, wie ich immer gedacht habe, sondern es kostet ja jetzt 339, ne? Oder sowas. Sobald es wieder verfügbar sein wird. Du kannst es ja, glaube ich, wieder bestellen, nur halt wird noch nicht geliefert. Unglaublich, ey. Das ist einfach so übertrieben. Das ist fast doppelt so viel wie der Vorbestellerpreis. Das ist echt unnormal. Ja. Aber ich glaube, das wird auch sein. So ein Ding, was Giants jetzt 5, 6, 7 Jahre lang verkaufen wird. Können sie ja, ne? Ja. Ist jetzt einmal fertig und das läuft dann jetzt erstmal. Ist natürlich auch irgendwo klar, wobei ich mir so ein paar, also wenn sie irgendwann nochmal eine zweite Version rausbringen, so Sachen wie das Lenkspiel sollte dann wirklich mal auf Null gesetzt werden. Generell genauso halt an der Materialauswahl. Was? Genauso wie dieses Rädchen. Das Rädchen sollte ein bisschen mehr so wie so ein Mausrad werden. Aber so richtig große Kritikpunkte habe ich gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, Material, okay, wäre schöner, wenn das aus Alu wäre oder so. Das haben wir ja wieso immer alle gesagt. Aber ganz ehrlich, selbst das Material stört mich nicht. Nicht beim Spiel. Ja, es stört nicht wirklich, aber es könnte halt besser sein. Ja, aber was manchmal ein bisschen nervt, ist dieses Rad, dass das so meh ist. Da kann man sich ein bisschen dran ärgern, aber weiß nicht. Muss man auch nicht. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe das Hacken jetzt raus. Das geht doch jetzt recht fix bei mir. Vielleicht gut sein, dass ich mir einen neuen Haufen machen muss. Wie viel gehen immer auf einen Haufen? 50 oder so? Trigger am Weg. 48. Ja, ich hacke das in einen Heap-Tip-Trigger, hast du recht. In einen gehiebten Tip? Boah, hier kannst du ja Stunden, man. Fällt mir gerade auf. Die halbe Map ist ja nur Wiese. Und irgendwie ist alles über 1000 Ecken miteinander verbunden. Quasi ja, wie auf also der das geht schon, ich hab schon 88%. Und der Simmerrad war das auch heftig, das stimmt. In der unteren Ecke. Ja, da konnte man echt auch ein Feld, eine Wiese, Schafen eine Wiese. Unten. Obwohl, das ist mir jetzt aufgefallen auf der Landwehr. Du hast ja eigentlich an Wiesen, hast du recht. Also kannst du wirklich mit dem Equipment aus dem... So ein 3 Meter Front, einseitig 3 Meter Heck reicht. Ja, vor allen Dingen, wenn die eingezäunt sind.
Ja, aber alle auf Landwehr sind nicht groß. Da kann das reicht vollkommen. Und dann ja. zwei Kreiselschwader und den Originalwender. Und das passt. Das reicht vollkommen aus. Ja, so richtig groß. Ganz ehrlich, die sechs Kreisel oder was. Also sechs Kreisel gibt es ja auch gar nicht mehr. Es gibt ja nur den vier Kreisel. No, den sechs oder? Kreisel gibt es noch. Echt? Der ist noch im Spiel? Der ist noch im Spiel. Ach, stimmt. Den haben wir auch im 15er schon benutzt auf der Benz. Aber ich finde, das ist auch wirklich so Equipment, was man dann nur auf so Maps wie die Benz braucht. Weil du da halt auch mal 30 Hektar Wiese hast oder so. Am auf Stück. Auf normalen brauchst du es nicht. Ja. Weil ich mal, auf so einer Benz-Map gibt es einfach einzelne Felder mit 120 Hektar oder so, die sind so groß wie eine Simmerrad-Map. Blöd genommen. Stimmt schon. Das ist schon heftig. Ich kann auch verstehen, dass vierfach für einige so einen extremen Charme hat. Ich weiß nicht, ich lege dann doch wieder eher einen Wert auf eine mittlere Größe, dafür mehr Details. Aber so diese gigantische Landwirtschaft, gerade wenn man die auch zu Hause hat, ist das glaube ich schon echt geil. Wenn man die dann so im LS nachspielen kann auf so großen Maps. Ja, obwohl, weißt du, ja gut, ich bin einfach der für die kleinen Sachen, ne? Deswegen mag ich... Also mal diese großen ist geil, aber dauerhaft könnte ich mich nicht mit anfreunden. Ja, es ist, man muss, ich finde die Abwechslung macht's einfach aus. Ja. Auch ewig die kleinen Sachen, immer dieselbe Größe, ist auch. Ja, wobei das wahrscheinlich noch besser geht als die große. Ja, weil bei der kleinen hat man immer die Perspektive, ich könnte größer. Und bei der großen und ist es halt doch schon so. Und bei kleinen kannst du einfach, was ich total schön finde, du kannst einfach von innen fahren. Ja. Und das ist bei den 8 Meter Dingern einfach echt schwer. 3 Meter Equipment, 3,50 Meter, also diese normalen Dinger und nicht diese... Oder halt 4 Meter Horsch oder sowas geht ja auch nee, noch. Nee, das ist mir schon zu groß, obwohl ja doch 4 Meter Horsch geht noch. Halt, ich sag mal, was man bequem an einer 3-Punkt handeln kann. Unter 5 Meter. Ja. Und was findest du so im echten Leben so angenehmer? So Mitte, also so um die 6? Ich bin bis jetzt nur 3 bis 5 Meter Maschinen gefahren und ich find's gut. Ja gut, ich fahre 5 und 6 Meter. Oder 6 Meter Scheibenecke, 5 Meter grober. Ja, 3 Meter grober, 5 Meter grober, sowas. Und womit seht ihr? Das ist relativ angenehm. Amazone, Kreiselecke, Drille-Kombi direkt ineinander. Ja. Ich meinte jetzt eigentlich bei die... Aber dann die... Ach so. Wie war die Frage? Womit seht ihr denn dann an? Zurzeit ist es eine Lemken, keine Ahnung, aber die ist relativ im Arsch und da ist jetzt eine Hirsch mit Umbau zu Maislege. Plant, wenn ich das richtig weiß. Okay. Auch um die 6 Meter, glaube ich. Weil die haben zwei Biogasanlagen und die müssen den Mais jetzt immer sehen lassen. Deswegen planen die so ein. Halt selber Mais säen zu können. Ja. Da gibt's ja von Hirsch diesen Umbau, dass man hinten umbauen kann. Ja, diesen, dass du zwei Sachen hast. Mhm. Ja. Die Hirsch irgendwas DC müsste es sein oder A irgendwas. Keine Ahnung, wie die heißen. Gab's auf jeden Fall mal für eine LS, die 6 Meter Kombi. Generell, was man so eigentlich auch an Technik durch den LS kennengelernt hat, ist krass, ne? Okay, bei ich dir ist jetzt krass, wieder... Ich finde krass, was mir das gebracht hat, so von wegen Mais abfahren oder so. Das ist schon echt krass. Bei mir ist es eigentlich andersrum, das, was man so im Real Life gelernt hat, wendet man mehr im LS an. Aber gut, ein bisschen auch aus dem LS. Da. Also nein, ich meine, ich vorher bin hier nur im LS abgefahren und... Dann so in echt habe ich nur gegrubbert und gepflügt und so, eben diese normalen Aufgaben. Und dann bin ich mal auch in echt Mais abgefahren und ja. Sag mal, da hilft dieses, was man im LS schon alles gemacht hat, hilft. Auf jeden Fall schon ein bisschen so. Ja, ein bisschen schon. Von der Koordination her und wie was ein bisschen ablaufen kann. Natürlich kannst du das Fahren und so nicht vergleichen, das meinte ich auch nicht, aber von der Koordination, Häcksler fährt zuerst und sowas, ne? Ja, gut, ja. Das hat schon eben ein bisschen geholfen. Ja, ich glaube, das hat generell auch so ein bisschen
Ich sag mal, es ist noch kein Spiel, so wie beim Flight X. Und bei dem Flight X werden ja wohl auch Piloten drauf ausgebildet. Ich glaube, ganz so extrem, dass der Landwirt, dass der Landwirtschaftssimulator da ist, dass man kleine Landwirte damit ausbilden könnte. Da sind wir noch lange nicht. Vielleicht, das wäre cool, wenn, was weiß ich, LS19, LS21 irgendwann so auf einem Level wäre, wo man sagen könnte, das wäre eine Simulation, um Landwirten halt in der Ausbildung dann irgendwie was leichter zu machen. Das wäre schon witzig. Was mich erstaunt hat auf der Agritechnica, also man ist ja, wenn man selber fährt, kennt man ja die Größen so von Maschinen, aber auf der Agritechnica, man kennt ja so bestimmte Maschinen aus dem LS und auf der Agritechnica hat man die halt gesehen und dann waren die einfach nicht mal größer, als man das erwartet hätte. Gerade weil also, der LS doch immer größer wird bei den Dreschern und so, ne? Ihr kennt ich das vielleicht das nicht unbedingt, aber vor allem der große Drescher von New Holland mit den 13, 7 Meter oder so. Ja, der hatte auf der Ausstellung das, nur das C, das 12,70 Meter dran. Das normale. Oder ja, aber trotzdem, von der Drescher an sich. Drescher alleine war schon groß genug. Ja, du, das wird mir im LS immer bewusst, wenn ich von 3 Meter Equipment auf das große gehe. Dann siehst du erst die Unterschiede. Ja. Da macht das auch wieder Spaß, weißt du? Ich kenne das immer wieder auf dem Community-Server, habe ich das immer wieder gesehen, wenn die Leute das große Equipment gewohnt sind, die wollen immer nur noch größer, obwohl das dann halt, das geht halt einfach nicht mehr, weißt du? Dann, du hast dann halt deinen 12 Meter grubber. Und dann heißt es, boah, 12 Meter, aber das Feld ist so groß. Und dann denkt man sich irgendwie, boah, vor einem Monat habt ihr da noch mit 6 Meter rumgeackert und jetzt beschwert ihr euch über 12. Gibt es auch immer wieder. Aber es gibt noch was, worüber ich mich jetzt mal beschwere. Und zwar, das ist die Partlänge. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.